Herzlich willkommen. Wie unter anderem hier in der Amiga Hardware Database nachzulesen, erweiterte im Jahr 1995 die italienische Firma CD Express das Amiga CD32 unter anderem um eine Jammer-Adapter-Karte, um die Konsole als Herzstück eines Spielautomaten einzusetzen, inklusive der Ladezeiten des CD-ROM-Laufwerks. Vermarktet wurde das System als Kubo CD32. Die wenigen Spiele wurden eigens für das Kubo programmiert und auf CD-ROM ausgeliefert, ließen sich aber wegen der modifizierten Steuerung nicht auf einem normalen CD32 starten. Unter anderem wurden Spiele sogar per Touchscreen gesteuert. Mittlerweile wurden die meisten Titel aus der Amiga-Szene heraus dahingehend gepatcht, dass sie auf einem nackten CD32 lauffähig sind. Benötigt werden lediglich zwei CD32 Gamepads. Ob damit echtes Arcade-Feeling in die Wohnstube einzieht, das schauen wir uns jetzt anhand einiger Spiele an. Keine Emulation, echte Hardware. Viel Spaß dabei! Das erste Spiel auf der Liste ist Candy Puzzle, das natürlich frappierende Ähnlichkeit mit Puzzle Bobble hat. Was ich übersprungen habe, ist, dass das CD32 hochfährt mit dem Yoda Screen, dass es in Konfigurationsscreen mündet, wo man Freeplay und diese ganzen Dinge beim Automaten einstellen kann. Das zeige ich bei den folgenden Spielen auch nicht. Ja, wir steigen direkt ins Spiel ein. Und das ist auch je nach CD unterschiedlich, welche Taste man auf welchem Gamepad drücken muss, damit eine Münze eingeworfen wird. Jedenfalls, wenn wir Musik hören, dann kommt die für gewöhnlich vom CD-Audio-Track. Und ja, das spielerische Puzzle Bobble, Candy Puzzle, wer das Spielprinzip mag, der ist hier bei diesem Spiel wirklich gut aufgehoben, denn die grafische Umsetzung ist nett, die Musik ist kurz, aber passend, macht gute Laune und das Spiel ist auch nicht übermäßig unfair. Also selbst in Arcade-Automaten kann man da, wenn man wirklich nur eine Münze einwirft, eigentlich eine ganze Weile spielen. Also das ist etwas, wenn man es dann im Netz gefunden hat, was man sich durchaus mal auf dem CD32 anschauen kann. Beim nächsten Spiel im Bunde handelt es sich um Harem Challenge. Das ist ein Quicks-Klon. Wer das Spiel nicht kennt, ist ein verborgenes Foto. Man muss dort Teilflächen umrahmen, um dieses Foto freizulegen. Und naja, wenn man das zu einem bestimmten Prozentsatz geschafft hat, dann hat man das Level geschafft. Natürlich gibt es genügend Gegner, die genau das zu verhindern versuchen. Und hier fällt schon im Konfigurationsmenü auf, dass man die Fotos von Soft auf irgendwas zu hart einstellen kann. Ja klar, das sind Fotos von Damen, die da freizulegen sind. Das Spiel ist technisch einwandfrei umgesetzt. Spielerisch hingegen ist der erste Level recht leicht und dann wird das sehr schnell sehr unfair. Das ist also ein absolutes Groschengrab für Pubertierende. Man kann das auf Freeplay natürlich einstellen. Ja, also wer das Spielprinzip mag und sich an den Fotos nicht stört, der hat hier ein entsprechendes Spiel, das er sich durchaus mal antun kann auf dem CD32. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das gleiche Spielprinzip gibt es fürs Kubo auch als Laser Strix 2. Das ist das gleiche Spielprinzip, nur grafisch schlechter. Magic Premium, das ist so ein klassisches Casino-Spiel. Wir haben ja 5 Kartenstapel, die müssen wir möglichst auf 21 bringen für ein perfektes Spiel. Wenn wir über 21 kommen auf irgendeinem der Stapel, haben wir das Spiel verloren. Die Karten, die wir bekommen, können wir nicht beeinflussen. 2 Karten können wir skippen. Die verspielten Kartenwerte werden aufaddiert und je nachdem, wie viele Punkte man dann erreicht hat, bekommt man hier Tokens bzw. Freispiele. Ja, das ist nett umgesetzt, aber halt nichts, worauf man sich nach so einem langen Arbeitstag wirklich freut. Kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Das gleiche Spielprinzip gibt es dann auch nochmal eine Ecke schlechter wieder. Hatten wir eben bei Harem Challenge auch schon. Hier ist es auch so. Das Spiel heißt Magic Numbers und hier ist es umgekehrt. Hier müssen die Zahlen nahe 0 gebracht werden. Man kann nur eine Zahl skippen. Das Spiel ist einfach unfair. Also das braucht man wirklich nicht. Es gibt ein
Quizspiel. Laserquiz heißt das und es ist gar nicht mal schlecht. Also klassisches Prinzip, Frage beantworten, falsche Antwort, ein Leben Abzug, willst ein Leben mehr, Geld einwerfen. Also das kennt man ja schon, aber die Präsentation der Fragen ist wirklich nett. Anhand von Fotos werden die gestellt oder anhand von Grafiken. Teilweise sind die Fotos verfremdet, dass man erraten muss, welche Persönlichkeit ist dort dargestellt, obwohl das Foto verzerrt ist und solche Dinge. Das löse ich dann im Zeitverlauf auf. Ja, einziger Haken, also zumindest für mich, weil ich kein Italienisch und auch kein Griechisch kann und andere Sprachen nicht verfügbar sind. Ja, also das ist wirklich schade. Ansonsten ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Wir haben das jetzt schon zweimal gehabt, dass wir bei Spielen auf dem Kubo eine zweite Version oder einen zweiten Teil haben, der irgendwie schlechter ist. Das ist hier auch so. Das gibt ein Laserquiz 2. Kann man hier sehen. Und das ist witzigerweise auch wieder grafisch eine Stufe drunter. Also warum das so ist, das weiß CD Express wahrscheinlich nur selbst. Schon eigenartig. Aber beide Spiele kann man sich angucken, wenn man Italienisch sprechen kann. Die letzte Vorstellung wird etwas länger dauern, denn bei Odin Twister 2 handelt es sich um eine Sammlung von 40 Spielen. Ein Screenshot pro Spiel läuft ab jetzt unten rechts durch. Die Spiele umfassen Genres wie Arcade, Kartenspiele, Brettspiele, Wortknobeleien und drei Pseudo-Psychospielchen. Der Automat wird im Original per Touchscreen bedient, reingepatcht wurde hier eine Patchsteuerung mit Fadenkreuz. Bei diesem Automaten kann man immerhin als Spieler selbst festlegen, ob die bei bestimmten Spielen verwendeten Bilder Männer, Frauen oder nichts Anzügiges darstellen sollen. Ich habe zuerst als Beispiel das Minispiel Blitz ausgewählt. Jedes Spiel wird einzeln geladen, die Ladezeiten sind für einen Automaten elendig lang, wie man hier sieht. Ist das Spiel dann endlich geladen, kann man mit dem Finger auf diese Startfläche tippen bzw. dann halb auf dem Gamepad einen Button drücken und dann startet das jeweilige Minispiel. Ja, und man sieht das hier, das ist spielerisch natürlich Shareware-Niveau. Ja, aber das gilt für alle Spiele, die sind optisch wirklich gut aufbereitet. Naja, ist klar, man soll ja natürlich entsprechend auch Geld in den Automaten reinstecken. Also spielerisch, hier als Beispiel zu sehen, nicht so pralle, aber so von der Präsentation ganz gut. Das Spiel Soccer ist komplett auf die Steuerung per Touchscreen ausgelegt. Hier gilt es dann mit dem Finger auf den Ball zu tippen und den dann an der Mauer vorbei und am Torwart vorbei ins Netz zu kicken. Das geht mit dem Gamepad aber noch ganz gut, aber in späteren Level merkt man, also da reichen die Reaktionswege nicht. Da bräuchte man einen Finger und einen entsprechenden Bildschirm. Und auch hier gilt, das Spielprinzip ist recht simpel, aber die Präsentation ist wieder sehr wertig. Als letztes zeige ich aus dem Arcade-Genre das Spiel Splattermole. Das kennt man so von Strandbars und so. Das sind meistens so große Automaten, da kommen irgendwelche Viecher aus irgendwelchen Löchern, muss man mit dem Gummihammer dann platt kloppen. Das ist genau das gleiche hier, nur halt auf dem Bildschirm. Und das sind dann auch die Momente, wo diese alternative Steuerung an ihre Grenzen kommt. Also hier müsste man dann halt mit dem Finger wieder die Viecher antippen. Mit dem Pad wird das spätestens ab Level 3 fast unmöglich. Aber ich wollte es zumindest mal gezeigt haben. Zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Psycho-Ecke mit dem Freud-Test gibt es da, dann gibt es da Biorhythmus, den man sich errechnen lassen kann und Manometro. Ja, Manometro, das ist ein Programm, was tut es? Es steht da, lese ich jetzt nicht vor, Englisch könnt ihr selbst. Also was misst das? Es liest aus der Hand, die man auf dem Bildschirm legt, liest es aus der Hand, was am Abend noch so geht. Ja, Hammer. Das lädt auch wieder elendig lang, habe ich jetzt bewusst mal nicht rausgeschnitten. Dauert einen Augenblick, bis der Startbildschirm tatsächlich da ist. Und 3, 2, 1, da ist er. Highscore gibt es nicht, oh Wunder. Einmal Start angetippt und da ist es schon.
Das Messgerät, ja, zunächst müssen wir wählen, sind wir Männlein oder Weiblein. Das haben wir jetzt angetippt mit dem Finger, dann kommt die Erklärung. Wir müssen jetzt die Hand auf dem Bildschirm legen, wie es dort halt in dem Kästchen so steht. Und dann, wenn die Lichter anfangen zu blinken, wie jetzt, muss man da fest mit dem Finger entsprechend drücken. Dann misst das Gerät, also der Automat, hochwissenschaftlich aus den Fingerabdrücken, ja, wie man sexuell jetzt aufgestellt ist am Abend noch, misst das aus und dann gibt es hier auf Englisch hochwissenschaftlich ein Resultat auf virtuellem Papier. Ja, wollte ich einmal zeigen, einfach nur aus dem Grund, wie hier der Touchscreen bei diesem Spiel nochmal extremst eingesetzt wird. Ja, ist dann natürlich nicht der Rede wert. Insgesamt, Odeon Twister, wir sehen hier nochmal das Intro, das ist elendig lang, dauert, ich habe nach 15 Minuten aufgehört aufzunehmen, also da gehen wir noch alle Screenshots nochmal durchgenudelt, Spiele erklärt, das ist ja sehr aufwendig gemacht, das Ganze, habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Ja, Odeon Twister 2, lohnt sich das? Ich finde schon, also es sind halt alles Minispiele, das sind jetzt keine großartigen Titel für sich genommen, aber das einfach zum Durchstöbern macht das Spaß und auch so Reversi-Bilder, Rätsel und was da alles bei ist. Also auch das kann man sich durchaus mal angucken. Insofern habe ich jetzt alle Spiele gezeigt, die ohne Probleme auf dem CD32 mittlerweile lauffähig sind. Vielleicht war ja was dabei, was euch gefallen hat, was ihr selbst mal ausprobieren wollt. In diesem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Interesse, ja, und alles Gute.